Herzlich willkommen zu unserem ersten YouTube-Livestream. Wir üben noch. Das ist alles hier sozusagen ein weiterer Versuch der Übung, um heute mal ja, die neue Couch hier einzuweihen. Genau, das ist jetzt unsere Streaming-Couch. Ja. Ein wunderbares IKEA-Clippern. Ja, günstig von eBay-Kleinanzeigen geschossen. Das kann ich gut. Und einmal auch durchgewaschen. Ja. Wir testen hier mal wieder unseren Stream. Warum? Weil wir ja ab 3.5. beziehungsweise früher auch schon auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con ja jetzt auch öfter streamen werden. Und am 3.5. haben wir ja dann die Online-German Comic Con, wo wir auch dann mit dem einen oder anderen Star, zum Beispiel aus Walking Dead oder Gotham, dann Interviews führen werden. Und und jetzt haben wir sozusagen hier und heute eine YouTube-Premiere und im Grunde genommen machen wir das, was wir seit 8 Folgen, das ist schon die 8. Folge. Ja. Wow. Ja, ja, seit 8 Folgen machen, nämlich von Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Wir sind sehr produktiv, aber das ist auch das, was wir am besten können, und zwar Filme schauen. Ja. Und das Schöne ist, wir müssen jetzt viele Dinge nämlich nicht mehr sagen, weil das steht dann nämlich jetzt hier unten immer im Chat drin, beziehungsweise hier da eingeblendet. Da könnt ihr nämlich unsere Telefonnummer sehen, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, für eine E-Mail-Adresse. Ja, du suchst noch so ein bisschen. Da so. Ja, das kommt jetzt super, wo du gerade hingegriffen hast. Da. Ja, das ist toll. Ja, das ist richtig klasse. Also für alle, die da später als Podcast hören, guckt euch die Szene vielleicht mal kurz als Video an. Ja. Ja, ich muss noch üben, ja, wo das eingeblendet ist. Ja, aber das hast ja hier so einen Monitor, da kannst du ja gucken. Ja, deswegen, ich habe ja gesagt, da so. Ja, okay. Vor meinem Bein, da, okay, ja, genau, gut. Ja, 4 Filme haben wir heute dabei, wovon eigentlich, ehrlich gesagt, nur 2 unserer Regelfolgen, dass wir sie aus unserem Glas rausgezogen haben. Genau. Und wir fangen mal an mit einer Serie. Ja, die hast du dir gewünscht. Und ich habe sie dann auch gezogen. Outlander. Genau. Ich habe die ersten 3 Folgen haben wir geguckt. Nein, 2. 2 Folgen, okay. Ich glaube, die erste Folge kam dir einfach nur so lang vor. Ja, die kam mir wirklich lang vor. Wie lang war die denn? War das so ein richtiger... Eine Stunde, glaube ich. Nur eine Stunde? Echt? Okay. Ja, ich glaube schon. Also, worum geht's denn bei Outlander? Ja, möchtest du was dazu sagen? Ist ja deine Serie, du hast sie in den Topf geworfen. Warum habe ich sie gucken sollen? Worum geht's? Genau, ich habe sie in den Topf geworfen, weil ich diese Serie sehr gerne mag. Aktuell läuft die 4. Staffel bei Netflix. Und ich habe mir halt gedacht, vielleicht möchtest du ja doch noch einsteigen und die 4 Staffeln aufholen, um dann gemeinsam mit mir die 5. zu schauen. Weil ich sagen muss, dass im Laufe der Zeit sich, ich weiß nicht, die 4. Staffel ist so ein bisschen lame, aber... Die erste fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Wir haben eine Protagonistin, das ist Claire, die mit ihrem Mann Frank in den Flitterwochen in den 70er Jahren durch Schottland reist. Und dann ist sie in einem Steinkreis in Clagnadoon und fällt durch die Zeit. Es ist eine Zeitreisegeschichte. Ohne Zeitmaschine, sondern es hat ein bisschen mit Druidenmagie zu tun oder ja, Feenmagie vielleicht. Und Claire landet dann im Jahre 1700, was war das? 37, 36? Oh, ich weiß es gar nicht, ich habe nicht drauf geachtet. In den 30er Jahren, glaube ich, des 18. Jahrhunderts, genau. Ja, und da trifft sie dann auf so ein paar Highlander. Und sie ist ja Engländerin und am Anfang wird sie dann für eine englische Spionin gehalten. Ja, und da hat man erst so ein paar Fish. Obwohl, so viele Fish-out-of-water-Momente gibt es eigentlich gar nicht. Also, es hat mich so halb gehuckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer noch nicht so weiß, ob das nicht noch in so eine Rosamunde-Pilcher-Nummer abdriftet. Es trieft schon an manchen Ecken ziemlich danach. Ich denke so, es wirklich ein bisschen so. Sehr am Schmalz vorbei. Also sagen wir es mal so, im Moment noch nicht, aber das Setup ist schon so, dass es auf größtmöglichen Herzschmerz und Schmalz hinausläuft. Ja, also es geht natürlich in der kompletten Serie um eine Liebesgeschichte. Das stimmt.
Aber es geht auch um historische Ereignisse, die auch auf wahren Begebenheiten halt beruhen. Und deswegen fand ich es halt auch interessant. Also wir haben natürlich auch einen hübschen Gegenpart zu Claire. Das ist Jamie, der wahrscheinlich auch sehr viele weibliche Zuschauer anspricht. Ich kenne da noch jemanden, der die gut findet. Ja, und wir haben halt dieses wunderschöne schottische Setting mit den Highlands und die Landschaft. Und das ist schon sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Ja gut, okay, also seit die Landschaftsaufnahmen sind wirklich hübsch, aber das kann ich mir jetzt 5 Staffeln, muss man sich das angucken? Nein, muss er nicht, nicht von Schottland. Ja, am Ende des Tages ist es dann doch immer Schottland, ja? Nein. Aha, okay. Wie gesagt, ich wollte sie dir einfach mal zeigen, weil es halt neben dieser Liebesgeschichte auch diesen historischen Aspekt gibt und den finde ich halt, wie gesagt, auch sehr interessant. Ja, okay. Wie weit es korrekt ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Da kenne ich mich jetzt in den Unabhängigkeitskriegen von Schottland und England. Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen und da ist es schon sehr akkurat. Außerdem gefällt mir die Kleidung und einfach das ganze Set vom Aufbau, die Dialoge gefallen mir auch sehr gut. Einfach dieses Schottische, ich habe es jetzt im Englischen geschaut, weil ich finde, das macht einfach sehr viel aus. Ja. Ich habe es mit Untertiteln geguckt, weil das Schottische, je nachdem wer spricht, ist schon sehr hart, weil die auch sehr schnell sprechen. Zwischendurch reden sie auch Gälisch, das wird gar nicht im Untertitel gezeigt, was sie da sagen. Aber ich finde das Schottische, ich liebe das halt. Ne? Also ich mag die Serie natürlich auch einfach, weil ich so ein Schottland-Fan bin und ich das einfach auch super gerne höre und auch super gerne sehe. Also ich möchte selber auch gerne mal dahin. Ich war schon in Schottland, aber ich habe leider nichts von der Landschaft gesehen, als ich da war. Also ich bin ja geneigt, der Serie durchaus nochmal so 3, 4, 5 Folgen mal zu geben, ob es mich hookt. Weil, ich sag mal so, als der Vorspann lief und dann habe ich einen Namen gesehen, der hat dir gar nichts gesagt, aber da sind bei mir gleich durchaus die Ohren und die Augen aufgegangen, nämlich als ich Ronald D. Moore gelesen habe. Der Frank spielt. Weiß Mann, nicht, ne? Das ist der Producer, der Showrunner. Ach so. Du kennst dich ja aus mit deinen Serien. Weil Ronald D. Moore hat nämlich auch maßgeblich Star Trek TNG und Deep Space Nine und so weiter gemacht. Ach. Und das ist ja nur, weiß Gott, kein Kappes. Ja? Von daher gebe ich ihm vielleicht noch mal so 2, 3, 4 Folgen. Aber du musst mir auch die Garantie geben, dass halt wirklich nicht so schmalzig wird, wie es sich um Menschen anfühlt. Wie gesagt, ab und zu ist es sehr schmalzig. Das habe ich dir aber auch gesagt vorher. Ja gut, aber es wird nicht so Rosamund der Pilcher schmalzig. Oh, es kommt kein entschiedenes Nein. Also, es könnte auch manchmal Sonntagabends im ZDF laufen. Nee, nicht ganz so krass. Aber die Beziehung, die sich dort aufbaut, die ist einfach sehr innig. Okay, inwieweit kommt denn, weil das habe ich in den ersten 2 Folgen irgendwie auch völlig vermisst, inwieweit kommt denn, also was mich gestört hat wirklich ist, dass sie diese Situation, dass sie gerade mal 200 Jahre in die Vergangenheit gereist ist, so, puh. Also diese Claire, die ich da gesehen habe, ist für mich eine Claire, die vielleicht schon ein halbes Jahr da ist. Aber nicht eine, die gerade mal 4, 5 Stunden da ist oder eine Woche da ist. Das war mir viel zu wenig. Wo bin ich? Was mache ich hier? Ich will zurück und so weiter und so weiter. Also nee, das war für mich gar nicht so, weil wir haben am Anfang ihre Geschichte so ein bisschen kennengelernt. Und zwar war ja Krieg auch vorher und sie ist Krankenschwester. Mhm. Und wir haben erlebt, wie sie in Stresssituationen dort agiert. Und wenn du im Krieg warst, ja, dann aber hast du schon Krieg so ein bisschen und Zeitreise. Ja, natürlich, das ist was komplett anderes. Aber du bist trotzdem unter einem totalen Stress. Und ich weiß nicht, ob... Das ist natürlich eine Situation, das kann niemand nachvollziehen, weil... Klar, ja, ja, gut, okay, aber dann muss ich halt doch schon ein bisschen mehr... zu gefasst. Ja, aber es gibt halt Menschen, die sind halt vielleicht wirklich nicht so, dass sie... Ja, aber dann kann ich mich als Zuschauer mit ihr nicht so...
Ja, aber dann ich muss mich ja als Zuschauer mit dem Heldin identifizieren können. Und das kann ich nicht mit irgendjemand, der da praktisch drin rumturnt, als wäre er gerade ins Holodeck gegangen. Weil so fühlt sich's ehrlich gesagt ein bisschen an. Also, nö, da kann ich gar nicht. Also, sie hat nicht einmal in diesen ersten zwei Folgen gesagt, wie komme ich wieder zurück? Wieso doch? Klar. In den ersten beiden Folgen, in der zweiten. Ja, sie rennt mal zu dem Steigkreis. Nein, sie will ja. Da will sie doch erst gerade hin. Ja, sie will halt nach Inverness, ja. Gut. Ja, sie will nach Inverness, weil da ist ja Clagnadun, dann will sie ja hin. Sie will ja zurück. Sie hat auch gesagt, ich muss es schaffen, dorthin wieder zurückzukommen, um zurückzureisen. Das hat sie in den ersten beiden Folgen gesagt. Nein. Okay, also für mich hätte sie ein bisschen. Erzählt. Tell. Nein, in ihrer Stimme. Sie erzählt doch diese Geschichte. Ja, ja, show, don't tell, alte Regel. Ja. Ja, aber wie soll sie das denn machen in den ersten beiden Folgen, wenn sie doch da bleiben muss? Naja, einfach halt, egal. Also für mich war die einfach viel zu gefasst. Wie jemand, der halt in so ein Holodeck geht oder in Westworld, da so eine Woche am Mittelalter-Abenteuer bucht irgendwie. Das war mir. Nee, also ich fand das völlig okay. So, ich dachte auch ehrlich gesagt. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Okay, also das habe ich mir die ganze Zeit so gefragt, so, die ist aber irgendwie sehr gefasst. Also das ist jetzt nur so ein kleiner Kritikpunkt. Das, was mich einfach noch nicht so ganz überzeugt hat, aber von mir aus können wir noch mal 3-4 Folgen gucken, aber jetzt müssen wir erstmal noch Pushing Daisies durchgucken. Ja, das sind ja nicht mehr viele Folgen. Ja, das sind nicht mehr so viele Folgen. Das ist die Gut. zweite Staffel 11. Also, ihr könnt Outlander gucken for free auf Netflix, da sind wie viele Staffeln raus? Alle 5 schon? Oder Nein, 4, die 5. wird gerade gedreht. Ah, die 5. wird gerade gedreht. Ihr könnt es aber auch bei Amazon und überall anders kaufen. Und leihen, glaube ich, genau. Gut, das soweit zu Outlander. Dann kommen wir mal zum nächsten und ich liebe schon dieses Streaming-Deck. Man muss hier einfach nur einen Knopf drücken und zack, dann kommt das nächste Bild. Ja, denn wir haben einen Film geguckt auf Sky. In diesem Monat haben wir noch so ein Sky-Abo. Da müssen wir jetzt noch die Filmauswahl durchbingen. Und wir haben, glaube ich, den komplementativsten, langsamsten Zombie-Film ever geguckt, was aber auch nicht verwundert, denn der ist halt auch von Jim Jarmusch. Und dass du auf Jim Jarmusch-Filme stehst, das war mir völlig neu. Nein, ich stehe auf einen Jim Jarmusch-Film. Aha. Und ich habe ja auch gesagt, als ich den Namen gesehen habe, ach cool, weil ich kenne einen Film von dem, der ist übrigens auch im Glas. Aber du darfst jetzt nicht weiter in seiner Filmografie gucken, welchen du noch nicht kennst, weil der könnte im Glas sein. Also ich kenne nicht alle, aber recht viele. Also ich sag mal so, man muss Jim Jarmusch mögen. Ja. Hast du schon mal Lost in Translation gesehen, oder? Ja. Ja, das ist der einzige, den du kennst. Nein. Also dann kennst du ja schon 2. Ich kenne 3. Ach, 3. Ja, den einen Film, den ich dir ja zeigen will. Okay, ach so, einen willst du mir zeigen und 3 kennst du, okay. Also ich kenne jetzt bewusst, was mir jetzt gerade einfällt, auf jeden Fall Broken Flowers mit Bill Murray, der da schon bei ist, und dann eben Lost in Translation. Ebenfalls mit Bill Murray. Und hier ihr auch wieder mit Bill Murray, aber nicht nur der, sondern da ist dabei Adam Driver. Tilda Swinton ist dabei. Liebe ich, die Frau ist so cool. Tom Waits, Iggy Pop, Danny Glover, Selena Gomez. Ja. Und bestimmt noch 1 oder 2, die ich gerade noch irgendwie vergessen habe. Hier Chloe Savigny oder wie sie heißt, ja. Auch noch dabei, also Star besetzt. Und worum geht's im Grunde genommen? Es geht um Zombies! Um Zombies, ja. es geht um die Stadt Centerville, also die typische amerikanische Kleinstadt Centerville. Und ja. A real nice place. Ja, a real nice place. Und da erwachen die Toten zum Leben. Ja, genau. Und warum? Tja, und warum? Tja, wegen Plan 9 natürlich. Ja. Jetzt, verstehst du? Ja? Ja, ja. Es hat seinen Sinn, dass man manchmal solche Filme guckt. Aber da sollten wir nicht so viel spoilern. Nein, aber es macht auf jeden Fall Spaß, wenn ihr Plan 9 gesehen habt und euch dann diesen Film anschaut. Ja. Da muss ich zugeben, dafür war der Film ja jetzt ganz gut. Und das wusste ich aber vorher nicht. Ja, aber, ich weiß, das war ein lustiger Zufall. Aber da kannst du mal sehen, wie einflussreich und wie maßgeblich halt eben auch, auch solche Trash-Filme sind. Ja. Und also wie es halt bei Jim Jarmusch-Filmen so üblich ist, dürft ihr das jetzt nicht irgendwie verwechseln mit Zombieland, am ehesten noch mit Zombieland, am ehesten noch, aber lange nicht so hoch von der Gagdichte her und es ist auf gar keinen Fall irgendwie ein Walking Dead oder ein
28 Days Later und schon gar kein Romero, auch wenn er natürlich von der Kapitalismuskritik, die teilweise ein bisschen in your face ist, natürlich schon so an die George Romero Sachen drankommt, ja. Der Film ist halt sehr, sehr langsam, sehr, sehr ruhig. Er ist sich die ganze Zeit bewusst, dass er ein Film ist. Mhm. Ja, weil also mehr als einmal die vierte Wand gebrochen wird. Und das muss man mögen. Und ich kann verstehen, wenn man es nicht mag. Ja, kann ich auch verstehen. Aber ich habe den Film wirklich sehr gemocht. Ich fand den wirklich toll. Gut gemacht. Kostüme super. Dialoge lustig. Diese kleinen Gags dazwischen. Also vielleicht habe ich auch den einen oder anderen noch verpasst. Kann sein. Aber das war wirklich gut. Wobei jetzt keine Brüller dabei sind, keine Schenkelklopfer. Nee, es ist also einfach so eine Situationskomik, die halt aus der Schrulligkeit der Charakter genau entsteht. Es ist alles ein bisschen seltsam, ein bisschen cringy so, aber ich weiß nicht, mir hat es gut gefallen. Also ich bin sonst eigentlich nicht so der Fan von Zombie-Filmen so an sich, aber der war lustig. Also der hat mir einfach gut gefallen. Ja, auch. Also, aber wie gesagt, man muss es mögen. Also wenn ihr Broken Flowers geguckt habt und wenn ihr Lost in Translation geguckt habt und wenn ihr, was ist denn noch so ähnlich, so Fargo, ja, Big Lebowski, wenn man auf so Filme steht, dann ist The Dead Don't Die definitiv was für euch. Wenn ihr das nicht tut, dann ist das auch nichts. Und dann wird man auch beim fünften Mal gucken nicht warm. Und ganz ehrlich, ist auch kein Film, den man fünfmal gucken wird. Nee, also ich werde ihn jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich auch nicht nochmal gucken. Hm. Wobei ich ehrlich gesagt, irgendwann sagen, vielleicht also nochmal. Bei dem weiß ich nicht. Bei Lost in Translation, den kann man, glaube ich, den öfter gucken. Kann man öfter gucken und auch Broken Flowers. Wobei, da passiert eigentlich gar nichts. Du guckst Bill Murray zu, wie er auf der Suche nach einer Ex-Frau ist, die unter Umständen gegebenenfalls mit ihm vielleicht ein Kind hatte oder auch nicht. Okay. Das ist jetzt... Ja, das muss man halt mögen, solche Filme. Ja. Es ist halt eine Geschichte, die hat auch irgendwie so keinen Anfang und dann hat einen Anfang schon, aber sie jetzt ein Ende hat, ja, also jetzt bei Dead Don't Die gibt es natürlich einen eindeutigen Anfang und Ende, aber bei manchen Jarmusch-Filmen wie Lost in Translation ist halt eine Episode von jemand, der irgendwo ist. Ja. Und dann kommt er in diese Episode rein und geht halt auch wieder aus dieser Episode raus. Ja, also Dead Don't Die könnt ihr gucken auf Amazon, da kann man ihn leihen und kaufen. Mhm. Und bei Sky, wenn ihr also ein Sky-Abo habt, dann auch da zum Abruf bereit. Und dann kommen wir mal zum nächsten Film, zum dritten Film. Den haben wir jetzt wieder ganz regulär gezogen. Und das war ein Film, den musste ich dir unbedingt zeigen, nämlich American History X. Und ich war ganz verblüfft, dass du den dann da tatsächlich nicht kanntest. Ich dachte, der wäre so Schulpflichtprogramm gewesen. In der Schule? Ja, so bei uns war das Schindlers Liste und dann dachte ich, vielleicht ist es bei euch halt eben das. Nein, wir haben die Feuerzangenbowle geguckt. Okay. Mit unserem Biolehrer, aber... Nein, was haben wir noch für Filme geguckt? Keine Ahnung. Oh, doch, doch. 1492 hatte ich in einem Kurs... Da haben wir Filmanalyse gemacht von diesem Kurs und auch über eine Szene eine Klausur geschrieben. Okay, den Kappes. Na gut, wir sind aber jetzt bei einem gescheiten Film und nicht bei dem Schmarrn. nämlich American History X, den habe ich seinerzeit 1998 im Kino gesehen und ich bin auf den Film nur aufmerksam geworden, weil damals nämlich der halbe Star Trek Cast, in Anführungszeichen, also etliche Star Trek Schauspieler mitgespielt haben, nämlich Avery Brooks, aka Captain Sisko, dann hier Jennifer Leon, die war damals die Kes aus Voyager oder wurde es, glaube ich, dann kurz danach. Mhm. Und damals noch total angesagt oder gerade noch so angesagt, Edward Furlong. Da hat es bei dir überhaupt nicht geklingelt. Ja, Edward Furlong war John Connor aus Terminator 2. Na dann. Und da ist es dann nochmal schlimmer geworden, als das bei dir auch nicht geklingelt hat. Und der, also ich muss doch irgendwie gucken, dass ich den Film noch in unser Glas reinschmuggel. Worum geht's bei American History X? Es geht um den um Derek Wynyard, ein Neonazi, der gespielt von Edward Norton. Gespielt von Edward Norton, genau, gespielt von Edward Norton, der wegen
ja eben nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Totschlag oder Notwehr oder so ins Gefängnis muss, weil er nachts zwei Autodiebe, zwei farbige Autodiebe umbringt. Ja, wobei gut, er einen sehr brutal sehr umbringt. Brutal. Also aber er geht nur für ein paar Jahre in den Knast und kommt dann wieder raus und muss feststellen, dass die Familie, er hat eine Mutter, der Vater ist gestorben, er hat eine Schwester und noch einen Bruder, einen Jüngeren, den Danny, dass also der Danny Wynyard jetzt auch Richtung oder schon mehr oder weniger Neonazi ist. Er hat sich die Glatze rasiert und hängt bei den Nazis rum. Und der Derek, der im Gefängnis durchaus eine Läuterung erfahren hat, aus verschiedenen Gründen, versucht ihn jetzt eben wieder von dem Weg abzubringen. Und nicht nur der Derek versucht es, sondern auch der Lehrer, gespielt von eben Avery Brooks, der Dr. Sweeney, der versucht halt eben auch, auf den Danny einzuwirken. Ja, wie fandst du den Film? Der Film hat mir gut gefallen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil es auch wieder so eine ja, dramatische Thematik ist. Ne? Wenn es irgendwie um Rassismus und um Nazis geht, dann ist es ja immer irgendwie sehr dramatisch. Aber ich fand es wirklich sehr spannend, weil es war interessant aufgebaut, immer zu sehen, ja, es wurde irgendwie immer zwischenzeitlich gezeigt, was dem im Gefängnis passiert ist. Und dann ging das halt immer so Step by Step, wurde halt so die Beweggründe von ihm halt offensichtlicher. Was hat ihn jetzt so verändert? Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es auch dazu gekommen, dass er Nazi wurde? Ja. Weil das wird, am Anfang wird das nicht direkt gezeigt, sondern das kommt halt im Verlauf des Films. Und so diese Entwicklung zu sehen von dem netten Jungen nebenan zu diesem Nazi-Schwein. Ja. Ja, und dann halt im Gefängnis und wie er halt danach ist. Also ich finde die Entwicklung schon sehr cool, so das zu sehen. Weil ich mir auch vorstellen könnte, dass es auch in Wirklichkeit so passieren kann. Dass halt jemand, der in den Knast geht, dadurch halt so eine krasse Persönlichkeitsveränderung wieder durchmacht und dann halt ja als neuer Mensch irgendwie aus dem Gefängnis rauskommt und da halt wirklich eine Lehre draus gezogen hat, weil ja, die Charaktere sind ja auch nicht unclever, also diese beiden Jungs, ja, die sind nicht auf den Kopf gefallen, die sind eigentlich relativ schlau und wenn der Danny in der Schule sich ein bisschen mehr anstrengen würde, dann würde er auch gute Noten schreiben, so. Er hat nur halt einfach die falschen Freunde, das falsche Umfeld. Ja, ich finde, das ist sehr realitätsnah. Und ja, das war einfach wirklich gut gemachter Film. Mit, ja, irgendwie gibt es da auch eine Moral am Ende. Ja, natürlich. Ja, irgendwie ja schon. Und ist ein guter Film. Auch sehr aktuell. Ich meine, der Film ist von 98. Ja. Und man muss sich vorstellen, der könnte genauso jetzt 2020... Das könnte genauso jetzt in Amerika passieren, das könnte in Deutschland passieren, das könnte... Es passiert genauso jetzt. Ich war auch sehr, sehr überrascht, was die Aktualität der Argumentation angeht. Also wie er am Essenstisch her argumentiert. Ja. Da hat sich, also das ist eigentlich ist es Trump-Rhetorik, ja. Es ist auch die AfD-Rhetorik, ja, die er natürlich noch ein bisschen auf die Spitze treibt, wobei so krass ist er gar nicht. Also er hat eigentlich genau diese Argumentation, die so hart am Neonazitum vorbeischrammt, aber halt ohne, dass er jetzt irgendwie Drecksjuden oder sonst irgendwas sagt, sondern er benutzt genau, auch in der deutschen Synchro, die sehr gut ist, er benutzt genau diese Codewörter und diese Metaphern, die eben auch bei so klassischen Verschwörungs, die sagen ja auch nicht, die Juden sind an allem schuld, sondern die sagen dann die Weltfinanz oder die Hochfinanz, ja, und wenn dann fragst, wo besteht denn die Hochfinanz, ja, aus den Rothschilds, und dann kommt dann der ganze Kladderadatsch und der ganze Schmarrn dann, und genau das macht er ja auch. Also von daher ist das wirklich ein Lehrstück. Und man muss auch sagen, es gibt viele Filme, da kann man die Läuterung der Protagonisten schwer abkaufen. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen,
Ich meine, man muss immer noch, er hat drei Leute umgebracht. Ja, also dafür, er kommt schon verdammt gut weg dafür, dass er zwei umgebracht hat, oder? Zwei. Ja, zwei. Er kommt schon verdammt gut weg dafür, dass er zwei Leute umgebracht hat. Nee, der eine ist doch weggefahren. Der hat nur einen umgebracht. Ja, der lag doch auch noch auf dem Wiese. Ist ja wurscht, ja. Er hat auf jeden Fall einen umgebracht. Okay, vielleicht auch so zwei. Oder so. Ja, dafür kommt er ja noch relativ gut weg mit drei, vier Jahren Knast und dann ist er wieder draußen. Und gut, man sieht nicht, wie es ihm dann weitergeht, nachdem man hier diese Episode gesehen hat. Aber das könnte man vielleicht ein bisschen vorwerfen. Auf der anderen Seite hat das jetzt im Knast auch, also war die Story von Derek im Gefängnis dann durchaus auch so, dass man ihm diese Läuterung halt abnimmt. Ja. Ja. Vor allem, als er dann in der Wäscherei mit einem Farbigen zusammen ist, der irgendwie 10 Jahre gekriegt hat für einen geklauten Fernseher und er kriegt halt 3 Jahre wegen Totschlag oder so. Ja. Ja. Und da einfach auch nochmal diese Ungerechtigkeit, was das Polizeiwesen auch angeht, ne? Wie die halt mit Farbigen dann umgehen. Ja, ja. Und das ist ja auch immer noch aktuell leider, dass es meistens irgendwie ungerecht ist. Ja, also ein Film, das ist keine leichte Kost, ja, und danach geht es einem jetzt nicht so, dass man sagt, juhu, definitiv nicht, aber ich finde, ein Film, den man auf jeden Fall gucken sollte, weil er eine tolle Message hat, weil er es gut rüberbringt und wenn man sich die Schindlers Liste jetzt zum 1000. Mal gesehen hat und nicht mehr sehen kann, falls da Lehrer da draußen sind, guckt euch den mit euren Klassen an, kann ich absolut nur empfehlen. Ja. Und ist nicht ganz so holzhammermäßig wie jetzt Schindlers Liste. Der ist auch ein toller Film und auch eine tolle Message. Aber American History X finde ich insofern einfach aktueller. Und da kann man sich, auch wenn man den mit der Schule guckt, ich war da schon 2 Jahre aus der Schule raus, aber ich weiß, dass viele in der Schule reingegangen sind. Wir sind halt in Schindlers Liste gegangen. Die Jahrgänge später sind da reingegangen. Dass man sich mit diesen Charakteren einfach mehr identifizieren kann, weil die halt im Jetzt sind. Mhm. Und ich finde den Film auch sehr zeitlos gemacht. Gut, der Rechner, an dem er sitzt, der ist halt ein bisschen old. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Das war es im Grunde genommen. Ja. Der Film ist wirklich nicht, also in keiner Weise gealtert, dass man jetzt sagt, der ist jetzt halt auch schon 20 Jahre alt. Ja. Ja. Wo du gerade noch sagtest, das guckt man in der Schule, ja? Mir ist gerade eingefallen, welchen wir uns angeschaut haben. Ja, irgendeinen Betroffenheitsfilm guckt man immer. Sophie Scholl. Ah, okay. Haben wir geschaut. Hast du den gesehen? Nee, da gibt es aber so viele Verfilmungen. Nee, der allerneueste, deutsche Sophie Scholl-Film. Gut, nee, habe ich glaube ich nicht gesehen. Boah, der hat mich auch so krass. Also vielleicht habe ich ihn gesehen. Kann ich jetzt nicht sagen. Schindlers Liste habe ich ja nie gesehen. Mhm. Aber ich möchte ihn auch gar nicht gucken. Weil ich kann das einfach nicht. Ich weiß ja, worum es geht, ne? Ich habe mir den Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Also weil ich bei solchen Filmen bin ich einfach so beklommen und fühle mich so schlimm. Und bei Sophie Scholl war das auch so im Kino. Ich musste am Ende so weinen, weil das einfach so schlimm war. Es war einfach diese Ungerechtigkeit, ne? Ich krieg da so das körperlich zu spüren, so diese Beklemmung. Ja. Ja, dafür kann ich aber, also bei Sophie Scholl kann ich es nicht sagen, aber bei Schindlers Liste ist auch definitiv, da bist du auch fertig danach. Ja, das ist einfach furchtbar. Ja, und bei dem Film ist man nicht ganz so fertig, aber trotzdem finde ich ihn einen Ticken besser, da aktueller. Ja, ich glaube, Schüler können da einfach mehr mit anfangen, weil es einfach um jemanden geht, der in deren Alter ist. Richtig, genau. Ja, ganz genau. Ja, und auch die gleichen Probleme zu Hause dargestellt werden und so weiter. Was ich völlig vergessen hatte, ist, dass der Film ja im Grunde genommen nur einen Tag zeigt. Das hatte ich, ich habe den Film halt im Kino mal gesehen. Der läuft halt sehr. Ja, der zeigt nur einen Tag. Also der kommt natürlich länger vor als einen Tag, aber im Grunde genommen zeigt der Film nur einen Tag. Ja. Weil er kriegt ja für seinen Aufsatz, den er schreiben soll, nur einen Abend oder einen Tag Zeit. Ja. Und das war mir noch ich weiß nicht, ob mir das im Kino bewusst war, aber es war mir gar nicht so bewusst, dass das eigentlich nur alles in einem Tag spielt. Ja, stimmt. Ja. Also, American History X kann mir nur empfehlen. Ab und zu kommt er im Free TV, leider viel zu selten, sollte viel öfter kommen. Er könnt ihr auf Amazon kaufen und leihen und auch hier Sky, wie gesagt, sorry, dass es etwas Sky-lastig ist heute, aber wir müssen dieses Ticket jetzt durchbingen. Ja? Und deswegen haben wir uns auch den vierten Film, den wir heute besprechen, dann angeschaut. Das ist nämlich Once Upon a Time in Hollywood, der 9. Film von Quentin Tarantino. Ja.
Sag du mal was, bevor ich was zu sage. zu mir hat jemand gesagt, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Aber ich muss sagen, bei mir ist es so ein Mittelding, würde ich jetzt mal behaupten. Ich mag an sich Quentin Tarantinos Stil, aber der Film, ja, vielleicht zeigt er wirklich, wie Hollywood so ist, und zwar eigentlich belanglos. Ja, das könnte... Tut mir leid, aber das Wort belanglos kam mir echt in den Sinn. Das könnte jetzt ja so eine Message sein. Also worum geht's? Es geht um den TV-Star Rick Dalton, der hatte mal eine große Filmkarriere, ist jetzt eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, und sein Buddy, sein Stunt-Double, den Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt. Und ja, die sind halt, dadurch, dass der Cliff als Stunt-Double halt am Rick dranhängt, natürlich auch beide auf dem absteigenden Ast. Und so versuchen sie halt eben, sich über Wasser zu halten, weigern sich erst Italo-Western zu drehen, machen das dann später doch, hüpfen von einem Serienauftritt zum nächsten, und irgendwie kommen sie nicht so recht wieder auf die Beine, bis dann der Rick einen neuen Nachbarn kriegt, nämlich Roman Polanski, der mit seiner Frau Sharon Tate einzieht. Und wer sich jetzt eben so ein bisschen mit der Vita von Roman Polanski oder beziehungsweise Sharon Tate auskennt, der weiß ja, dass an dieser Stelle normalerweise dann die Nummer kommt, dass die Sharon Tate ja hochschwanger von der Manson Family umgebracht wurde, von Charles Manson. Und in diesem Film, der ja anfängt mit Once Upon a Time, also es war einmal in Hollywood, ist halt dann einiges anders, sodass halt hier, ich sag mal, so ein bisschen wie Forrest Gump, also so von diesen Interaktionen mit der echten Historie, also zwei fiktionale Charakter, also der Rick und der Cliff, interagieren halt mit realen Charakteren zu der damaligen Zeit, sodass dann eben, also die Steve McQueen läuft dann da rum und halt eben Sharon Tate, Roman Polanski und noch so ein paar andere, und dann interagieren sie halt mit denen, und das ist irgendwie ganz witzig, aber man fragt sich halt die ganze Zeit so, what's the point? What's the point, genau. Ja, und wie gesagt, ich habe den Film als Film geguckt. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, wie weit das historisch gesehen irgendwie akkurat ist. Aber so wie du sagst, haben sie es ja verändert. Ja. Ja? Und da frage ich mich, okay, warum? Vielleicht wäre es interessanter gewesen, die Realität abzubilden. Naja, das Manson-Massaker von der Manson-Family ist schon mehrfach verfilmt worden. Ja, das ist ein alter Hut. Da gibt es übrigens auch auf Netflix mehr als eine Doku zu Charles Manson und ja. Co., wenn das interessiert. Der kann sich das dann mal angucken. Nein, das ist halt einfach deswegen. Ich kann dir aber auch sagen, selbst wenn du jetzt diesen historischen Hintergrund gar nicht wusstest, ich habe ihn gewusst und es hat halt trotzdem nichts geändert. Ja, ich fand den Film halt trotzdem irgendwie sehr episodenhaft. Da waren dann teilweise ja ein paar nette Episoden dabei. Al Pacino hat noch einen Auftritt und so weiter. Und Michael Madsen spielt natürlich wieder mit. Mhm. Und wer ist noch dabei? Dakota Fanning ist noch dabei und so weiter und so weiter. Also die haben alle, die Schauspieler noch alle ganz, ganz gut. Ja, also wirklich die Schauspielleistung, auch wieder von DiCaprio, super, ganz toll. Also alle haben das wirklich sehr gut gemacht. Ich habe denen das abgekauft. Aber ich meine, die können ja auch nichts dafür, wenn das Drehbuch nicht so toll ist. Ja. Wahrscheinlich sagen jetzt alle Filmkritiker draußen, wir haben absolut keine Ahnung. Ja, ach nö, ehrlich gesagt, so doll hat der gar nicht abgeschnitten. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, der reizt sich wirklich so bei mir im Moment nach dem ersten Mal gucken. Ja, aber der ist wieder so lang, da habe ich gar keinen Bock, den nochmal zu gucken. Also, bevor ich den nochmal gucke, gucke ich wirklich zum x-ten Mal lieber nochmal Pulp Fiction oder Jackie Brown oder... Ja, guck mal, Kill Bill zum Beispiel. Ich finde die Filmreihe Kill Bill, okay, es sind nur zwei Teile, ja? Finde ich aber super, weil es gibt so eine Art roten Faden, ja? Es gibt einen Auftrag oder ein Ziel, ja, was dort verfolgt wird. Und in diesem Film... Weiß nicht, da wartet man irgendwie immer nur, okay, was passiert jetzt? Naja gut, ich wusste ja, also ich habe halt darauf gewartet, dass jetzt dieser Mord an Sharon Tate passiert. Darauf habe ich halt die ganze Zeit gewartet, ob sie den jetzt noch zeigen oder nicht und was die zwei Hansel damit zu tun haben, dass sie das halt am Ende dann komplett auf den Kopf stellen. Ja. Ja? Okay, damit habe ich dann auch nicht gerechnet, aber dann kommt der Film eigentlich erst in Fahrt. Das wäre eigentlich so ein Film gewesen, den hättest du vielleicht rückwärts erzählen müssen, so wie Pulp Fiction. Du fängst mit dem Ende irgendwie an und dann kommt so eine Stimme Memento. Aus. Ja, und dann sagst du, oder keine Ahnung, irgendwie, der ist halt auch sehr chronologisch erzählt. Und zwischendrin habe ich mir gedacht,
Mein Gott, du siehst eigentlich die ganze Zeit nur Brad Pitt von A nach B fahren. Ja, genau. Also es kam mir so, als fährt er schon wieder irgendwo hin, als fährt er schon wieder irgendwo hin, als Ja. fährt er schon wieder irgendwo hin, jetzt fährt er schon wieder irgendwo hin. Ja, also klar, ich glaube, das ist so ein Film, den Und finden Filmemacher und Leute in der Filmbranche finden den bestimmt total lustig. Das ist wie so Rossini, ja, wo es so um die Münchner Schickeria geht oder den Nachfolger von vom Kir Royal, der spielt dann so im Berliner Zeitungsmilieu. Das ist, also ich finde es nicht komisch, aber Also weil du von halt da auch nicht, Filmemacher für Filmemacher. genau, und ich glaube, das wäre wie wenn man einen Film über eine Online-Marketing-Agentur drehen würde. Es wäre halt, ich würde mich wahrscheinlich beömmeln vor Lachen, aber Ja. jeder, der halt nicht in der Agentur arbeitet, würde sagen, so, aha, das, ja, und so kam mir der Film irgendwie auch vor. Ich glaube, das ist für Leute, die so in dem Film-Show-Business sind und diese Abläufe kennen, die lachen sich kaputt. Und dann, hat er ja toll getroffen. Aber jeder, der halt da nicht so drin ist, denkt so, oh, okay. Ich habe mich bei der Rolle, die Brad Pitt spielt, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil der hat wirklich sehr viel Screentime. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, okay, ändert sich irgendwas bei ihm? Entwickelt sich die Rolle im Film? Nein, Nö. da passiert nämlich gar nichts. Und das fand ich ein bisschen traurig, weil er wird ja von seinem Boss eher so wie so sein Butler behandelt. Und ich dachte, okay, vielleicht passiert da irgendwie was zwischen den beiden, dass Ja, die sich stimmt. irgendwie anfangen zu streiten oder irgendwie so. Ja. Ne? Oder dass der halt irgendwie ausflippt. Aber da war halt auch so Nö. Die bleiben nix. halt beide absolut flach wie ihre Serienrollen. Also Ja, da, also bei jeder ja. Rolle, auch bei der Sharon Tate, da habe ich auch irgendwie gedacht, okay, da wird halt gezeigt, sie geht halt in ihren eigenen Film und irgendwie benimmt sie sich ja wie so eine Außerirdische, so. Weiß ich nicht, ein bisschen seltsam. So, ach, mein Film, so, ha. Und ich war noch nie in einem Kino, so ungefähr. Na gut, sie freuen sich halt, dass die Ja, ich Leute fand den Film mögen, ne? das war auch voll süß. Ich fand es irgendwie süß. Aber trotzdem fand ich so, okay, wo ist jetzt der Sinn? Also. Ja, also der Film ist ja, und Ja, zweieinhalb keine Stunden Ahnung. waren echt so, Ja, ein ja. bisschen sehr langatmig. Also typisch Tarantino. Wer Tarantino mag, wird den Film vielleicht auch mögen, Nee, er war aber nicht weiß Typ. nicht. Nee, ganz ehrlich, weil was mir zum Doch, diese Beispiel. langen Ja, gut, okay. Sequenzen Aber und. die sind ja, was mir zum Beispiel gefehlt haben, waren irgendwelche wirklich Dialoge, an die man sich erinnert. Ja, also hier Quarter Pounder with Cheese Dialog, der Klassiker, ja. Oder irgendwelche anderen, die Dialoge aus Reservoir Dogs und so weiter und so weiter. Ja, Mr. Pink und ob Like a Virgin eigentlich eher um eine Vergewaltigung geht und so weiter und so weiter. Also das sind Dialoge aus Tarantino-Filmen, die man ja kennt. Aber da ist jetzt kein einziger Dialog mehr irgendwie hängen geblieben, wo ich sage, so, ah, der hätte das Chance auf so einen Kultdialog, den man so losgelöst immer wieder zitiert. Also, nee. Und dann geht er auch mit 2,5 Stunden echt extrem lang. Ja, also kann man gucken, der Vollständigkeit halber, aber das war für mich bisher der schwächste Tarantino. Ja, also von daher, vielleicht reift er noch nach. Ich fand Jackie Brown beim ersten Mal gucken auch nicht so dolle, aber da war ich noch viel zu sehr Pulp Fiction geprägt und habe halt mehr oder weniger so eine Pulp Fiction Nummer erwartet, was da nicht war. Vielleicht reift er noch nach, aber ganz ehrlich, der wird jetzt erstmal so 2, 3, 4, 5 Jahre, vielleicht auch noch länger, erstmal irgendwo anstauben, bevor ich den nochmal irgendwo in dem Streaming-Portal kaufen werde. Ich den höchstens in der Tarantino-Komplettbox oder so, dann ist er halt dabei, kann ich nichts machen. Dann ist er halt dabei. Aber selbst dann wird es der letzte sein, den ich raushole. Dabei ist er eigentlich handwerklich extremst gut gemacht. Also die, Ja, sicher. wie wenn dann der Leonardo DiCaprio in alte Filme reinkopiert wird, so in gesprengte Ketten eben dann statt Steve McQueen an der ersetzt ist, das ist schon perfekt gemacht. Ja, also das ist schon richtig. Und der Film ist auch auf altem Film, altem 70 mm Film, glaube ich, gedreht worden, so dass er auch diesen alten Look hat und so. Also das ist schon alles super gemacht, Ausstattung, alles tipptopp, da gibt es überhaupt nichts zu meckern, aber die Story ist halt so, ja, Weißt du, mei. was ich lustig fand? Das war dieser kleine Kampf zwischen Bruce Lee Bruce und Lee und dem. Das war schon witzig. ja, Das stimmt, war schon genau, ja, lustig. das war schon lustig, ja. Aber Bruce Lee, ich habe den Crow mit Brandon Lee noch nicht fertig geguckt. Vielleicht schaffe ich das noch. Ja. Das waren die 4 Filme für heute. Ich habe dann noch Glass geschaut.
Den ja, hast du nicht zu Ende geguckt. Ich habe angefangen, Glass mitzugucken, weil wir hatten ja Split zusammen gesehen. Das war letztes Jahr irgendwann, haben wir Split gesehen. Und den fand ich gar nicht so schlecht, meine ich mich zu erinnern. Weil die Schauspielleistung fand ich da sehr cool, ne? Wo er denn diese verschiedenen Charaktere darstellt. Ja. Das ist schon eine Herausforderung, denke ich, für einen Schauspieler auch. Das war eigentlich ein ganz cooler Film. Ja, und Glass fing dann an. Ich glaube, ich fand den schon nach 5 Minuten doof. Und dann war ich eh so müde, bin schlafen gegangen und habe mir vorher noch den Wikipedia-Eintrag durchgelesen, um zu wissen, was passiert. Und dann dachte ich so, okay, gut, dass du ihn nicht weitergeguckt hast. Ja, also Glass ist ja der dritte Teil einer nicht geplanten Trilogie. Ja. Die besteht aus Unbreakable, der Film war auch irgendwann in den 90ern, den habe ich damals im Kino gesehen, als alle noch auf diese M. Night Shyamalan, wie man immerhin ausspricht, Filme heiß waren, und hab den im Kino gesehen, dachte mir so, aha, auch so, okay, what's the point, ja. Also worum geht's im ersten Teil? Es geht darum, dass das Superhirn Mr. Glass, ja, gespielt von Samuel L. Jackson, der Glasknochen hat, davon überzeugt ist, dass wenn es so jemand gibt wie ihn, der also beim leisesten Berührung sich schon was bricht, dass es dann auch ein Gegenteil von ihm geben muss, nämlich so jemand, der unzerstörbar ist. Mhm. Und er versucht durch die Inszenierung von Katastrophen immer ganz viele Leute auf einmal umzubringen, in der Hoffnung, dass irgendwann einer übrig bleibt, der dann das überlebt, und siehe da, in Person von Bruce Willis schafft er das dann auch. So, das war irgendwann in den 90ern und dann war da Feierabend. Und dann gab es diesen Split. Und soweit ich mich richtig erinnere, war der Split nie als zweiter Teil für diese Unbreakable-Geschichte geplant. Das wurde hinten dran noch draufgeflanscht nachträglich. Das weiß ich gar nicht, ob das so war. Ich meine, ich hätte das mal gelesen. Vielleicht weiß das irgendjemand da draußen und dann schreibt ihr es mal in die Kommentare oder so. Aber meines Wissens war der Split halt als Split gedacht, und am Ende wurde noch dieser Twist gemacht. Also ich hatte noch bei Wikipedia gelesen, dass da geschrieben wurde, dass das geplant wurde, dass jeder Film für sich einzeln stehen kann. Okay, ja. Und sie halt zusammen aber dann halt diese Reihe ergeben, weil ich das ein bisschen seltsam finde. Ja, weil der dritte kann nicht für sich allein stehen. Ja, ja. Das kapiert man ja nicht. Das kapiert man dann. Weil ich habe jetzt den angefangen, und ich habe diesen ersten Teil ja gar nicht gesehen. Und denke so, okay, Bruce Willis, was geht mit dir? Ja, ja, und da hast du mir ja das nochmal gesagt, dass er halt Mr. Unzerstörbar ist. Und ja. Ja. Ja, gut, und dann im dritten Teil, wie gesagt, kann man gucken, wenn man die anderen zwei geschaut hat. Hat jetzt nicht wehgetan. Der Twist am Ende, ja, der war dann ganz nett. Man glaubt die ganze Zeit, es läuft auf irgendwas Größeres hinzu, was aber dann nie passiert. Ja, also von daher kann man gucken, sehr viel Plot-Convenience, sehr viel, das muss ich jetzt halt kaufen, Story-Elemente. Ja, von daher, hab mir jetzt nicht so überzeugt, war jetzt in dem Sky-Ding da mit drin, von daher, jo, kann man so weggucken, aber muss man jetzt definitiv sich nicht irgendwie noch besorgen oder so als Box oder so. Nee, würde ich nicht tun. Ja. Gut, ja, dann sind wir für heute durch. Ja, mit unserem Live-Test. Oder hast du noch irgendwas? Guckst du, als hättest du noch irgendwas? Nee, ich überlege nur, was noch so im Glas drin ist. Was noch auf uns zukommt. Ja. Da sind noch bestimmt noch 25 Filme sind bestimmt noch drin. Ja. Ganz sicher. Also wir werden demnächst wieder Filme ziehen. Und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen oben da. Ihr könnt dann auch mal hier auf YouTube abonnieren, weil das werden wir jetzt wahrscheinlich öfter auf YouTube machen. Das scheint reibungsloser zu laufen als auf Facebook. Und bei Instagram können wir die ganzen Einblendungen nicht machen. Also von daher ist das eigentlich hier auf YouTube wesentlich besser. Alternativ natürlich dann irgendwann nochmal auf Twitch, aber das ist dann nicht unser Channel, sondern das ist dann halt der von der German Comic Con. Ja, und in diesem Sinne, ihr habt alles eingeblendet gesehen. Wenn ihr uns eine WhatsApp schreiben wollt, dann an die 0173-596-47709 oder eine E-Mail an info@nerdizismus.de. Und dann sehen wir uns bald wieder zur 9. Folge von Ich zeig dir meins, du zeig ich zeig den. Ja, mein Gott, wer vergisst es? Ich krieg diesen eigenen Namen, den ich mir ausgedacht habe. Ich zeig dir meins, du zeigst mir deins. So sieht's aus, genau.
Und da sehen wir uns also zur 9. Folge wieder. Mal gucken, welche 2 oder 3 Filme es bis dahin geworden sind. Bleibt brav zu Hause, bleibt gesund und wascht euch einfach öfter mal die Griffel. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.